So, und weiter geht's mit der nächsten Runde auf Mistralia. Ich habe noch einen Shop aufgemacht mit den letzten verbliebenen Lusaka-Waffen und ich muss sagen, es läuft. Also Lusaka, Beher? Nee, nicht. Warum sage ich immer Beher? Ich meine Olo-Cap. Olo-Farmen lohnt. Lohnt wirklich. Und also was ich damit jetzt schon so Geld verdient habe, ich glaube... Boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe schon wieder was ausgegeben für Pet und... Ah ja, Pet. Sollen wir da ein bisschen Geld verschwenden vielleicht? Mal so 10 Tries oder so? Ja, komm. Es ist schon ein Peri in unserer Welt. So, 10 Tries. Ich weiß eh, ich kaufe jetzt wahrscheinlich ein paar mehr. Und dann glaubst du zum ersten Mal oder so. Mal schauen. Naja. Hier fehlt noch so ein Retry-Button oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass die so viel zu tun haben und so viel Arbeit haben und wird wahrscheinlich eher nichts werden. Ja, ich meine, 1357 natürlich schon geil, aber ja, das wird wahrscheinlich passieren. Das ist halt das Traurige an der Sache. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo man die Axt herbekommt. Also bestimmt gibt es einen Guide dazu oder so. Ich habe aktuell keine mehr irgendwie. Naja. Kriegen wir schon welche mal irgendwann. Stell mir vor, wir leveln gerade unser Pet und auf einmal merkt man so, oh fuck, das Maximum, was mir möglich ist, ist nicht 13579, sondern 99999. Holy shit, das wäre richtig böse. Das wäre richtig mies. Nee, aber das ist nicht so, zum Glück nicht der Fall. Der war heftig. Na komm. Come on. Ich will keine 4, ich will eine 7. Oder eine 8 oder 9 von mir aus auch, aber... Ach, come on. Eine 4 wieder. Na toll. Gut. Weiter geht's. 92, die sind. Ich würde mal sagen, gehen wir mal direkt in Richtung. Erstmal Ringmaster rausgehen. In Ringmaster wieder reingehen. Ach ja, Party vielleicht. Schwupp. Den guten Mann kennen wir doch. Oder die gute Frau, besser gesagt. Jupp. 121 ist er schon. Oder sie. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, 100. Bei Herren ist 175. Es gibt einfach immer jemanden, der krasser Sucht hat als die anderen. Okay. Wait, warum sind alle Power-Ups aus? Ich dachte... Oh, fuck, haben wir... Sekunde. Schnell voten. Jetzt ist halt die blöde Seite wieder nicht. Ja, super. Vita... So. Ja, alles rein, komm hier. Zack. Jo, passt schon. So. Okay. So, ja, Bauten. Wieder so eine Problematik für sich. Aber egal. Warte mal, warum? Achso, Pets. Einmal, zweimal. Das war nicht der richtige Skill. Okay. 8 K.O. Edermensch ist leider nicht die Welt. Die sind 103, glaube ich. Also 11. 11 Level drüber. Ist es gerade eine gute Entscheidung, bei 11 Level drüber zu AOEen? Ah ja. What could possibly go wrong? Genau. Ampli läuft aber noch 26 Minuten. Okay, scheinbar war ich länger eingeloggt als gedacht. Aber ja, was wir machen. Es fällt mir, jetzt kommt mir gerade eine Idee. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht nebenbei. So, und zwar ein Inkognito-Fenster, um zu voten. Holy moly. Alter. Hier geht's richtig ab.
Jetzt levelt hier noch jemand. What? Hallo, andere Spieler auf einem PC-Server? Was geht hier ab? Okay, ein Cognito-Fenster nutzt scheinbar nichts. Bisschen schade. Ah ja, was ich schon seit 10 Folgen mal sagen wollte. Wenn ihr den Videos, beziehungsweise auch damit halt einfach den Server, also vor allem den Server, ich habe relativ wenig davon, wenn ihr einfach so ein bisschen den Videos, beziehungsweise damit eben den Server weiterhelfen wollt, jedes einzelne Kommentar und ich glaube auch jeder einzelne Like oder Dislike, kann ich aussuchen, hilft dem Video auf YouTube generell besser gesehen zu werden und gefunden zu werden und es wird einfach mehr Leuten angezeigt. Und die Chance ist einfach, die Fly-Videos Leuten angezeigt werden, die kein Fly spielen, steigt natürlich einfach, wenn logischerweise das Video eine bessere Performance hinlegt. Wenn ihr drunter kommentiert, wenn ihr liked oder disliked. Ich habe davon, wie gesagt, relativ wenig, weil meine Videos sind seit Jahren nicht mehr monetarisiert. Einfach aus steuerlichen Gründen und weil ich einfach auch so die Art und Weise, wie YouTube funktioniert heutzutage, nicht gut finde und mich auch gar nicht mehr unterstützen will. Und deswegen profitiere ich damit, davon zumindest nicht. Und ich meine, klar, natürlich ein Channel ist halt immer irgendwie ein, man sagt, Wissen ist Macht, aber ich glaube auch Reichweite ist Macht. Und ich meine, unsere Medien, glaube ich, kennen das auch. Nee, deswegen, natürlich, irgendwie profitiert man davon natürlich immer, aber trotzdem. Also ich würde mich einfach freuen und natürlich, wenn es irgendwie, wenn man ein Video macht und das Ganze halt nicht nur 100 oder 200 Leute anschauen, was eh schon mega gut ist, also will ich mich jetzt gar nicht beschweren, aber wenn es zum Beispiel 400 sein könnten oder 500 und dann vielleicht auch mal fragen so, hey, was ist das für ein Spiel und so und dann verhilft man einfach einen Nicht-Fly-Spieler, Fly zu spielen und das macht mich immer besonders happy irgendwie. Also gerade mal so Fly zu neuen Spielern verhelfen, das ist einfach das Beste, was man machen kann. Das ist einfach nur geil. Das ist auch einfach ein super Gefühl. Und ich freue mich übrigens auch gleich drauf, wenn wir dann diesen Dungeon farmen können. Eupresia. Oh, das wird toll. Das wird richtig toll. Und ich meine, wir sind jetzt hier vom Equipment her wirklich schon ziemlich gut equipped. Also das 90er Set und so. Ah, ich überlege gerade. Können wir vielleicht auch schon andere Dungeons schon farmen? Schwer zu sagen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht sicher. Und Level Up 95. Easy. So, also nicht Shopfinder. Doch schon Shopfinder. Wir können mal kurz was nachschauen. Gibt nicht so viele Shops, da können wir einfach mal schnell durchscrollen. Ich suche nur das letzte Teil von dem einen Set hier, was ich gerade suche. Nee, da kommt hier nichts mehr. Oder? Oder? Oh, warte. Wir haben hier. Nee, wir haben nichts. 35 Mille für ein Schwert? Alter, ich verkaufe das Zeug für 75. Ich verkaufe es zwar nicht immer, aber ich verkaufe es meistens zumindest. Was gibt es hier unter Fist? Nix. Okay. Nackel. Und ja, Trastil-Nackel, klar, der beste Nackel im Spiel für 15 Perien. Wow. Es ist halt so günstig irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Also der Preis ist halt echt ein Witz. Okay, wisst ihr was? Fangen wir einfach mal an. Was hatten wir hier? Also Euprese haben wir. Hier. Bis 95, das haben wir bis 105, das andere. Testen wir Euprese. Wie viel HP brauchen wir? Wir brauchen 70k. Passt schon. Jetzt muss ich mich einloggen. Oh nee. Mistralia. Ach Gott. Come on. Nee, kein Bock jetzt.
Okay. Ist jemand drin? Keiner drin. Tratesia ist schon mal kein Problem. Brauchen wir vielleicht noch irgendwas anderes? Ich meine, wir haben jetzt gute HP und so weiter, aber 39k. Wir haben... Ja gut, wir haben noch was. Let's go. Ich hoffe nicht, dass die Mobs so viel Schaden machen. Ah, okay, gut. Oh nee, die Star, oh nee, die Routen. Ah ja, aber die sind rebalanced. Finde ich gut. Ich war letztens da, also ich war vor auch schon ein Jahr fast. Nee, nicht ganz ein Jahr. Ein halbes, dreiviertel Jahr ist es her. Da. Wait. Ach nee, das ist kein Z-Teil. Doch, es ist schon ein. Warte. Was? Wo kommt das Ding jetzt her? Haben wir das Ding gerade gedroppt? Haben wir das Ding gerade gedroppt? Ich bin verwirrt. Nee, oder? Hä? Lol. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wobei, das ist ein 75er-Teil. Das hatte ich wahrscheinlich... Hatte ich das vorher schon? Okay, ich musste mal selbst das Video nochmal rewatchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das Ding gerade kam. Ja. You need to log in before you vote. Ich dachte, das habe ich gerade gemacht. Remember me. Bringt zwar nichts in einem Inkognito-Fenster, aber egal. Jetzt bin ich eingeloggt. Vote. Jetzt läuft es gerade besser. Warte mal, ist das jetzt wegen Inkognito oder... Das andere Fenster lädt gerade nicht. Also es hat irgendwie auch irgendwie 5 Minuten geladen oder so. Nicht ganz vielleicht, aber... Und weg mit euch. Oh, damit können wir super unser Ding dann leveln. Oh, das ist angenehm. Damit kann man richtig schön farmen. Ey, diese Captures, die werden immer komplizierter. Ich brauche echt bald KI-Unterstützung, um diese Dinge noch zu lösen. Also genau das, was die halt verhindern wollten, sollten. Ich hoffe jetzt nur, dass mich der Boss das nicht einfach komplett aus dem Leben nimmt. Warte mal, warum fehlen AP? Ah ja. Alles gut. 12k. Was? 500? 500? Oh, alles gut. 6k. Aber 6k ist auch, kann man tanken. Also gerade mit Lifesteal ist es halt ja, gut machbar. Generell gut machbar irgendwie. 6k Attack. Haben wir irgendwas ausgetauscht? Oh, wo kommt denn das Ding her? Wo kommen die ganzen schönen Sachen her, die wir gerade haben? Okay, bisher jetzt nicht unbedingt was Besseres. Oh, Fuden. Scroll of Party Skill 7, nett. Kann man gegebenenfalls auch verkaufen. Ein Trinzy, eine Reversion, ja. Hat alles schon einen guten geldlichen Gegenwert. Oh Gott, ich sehe mehr Schaden als mir lieb ist. Ist das Ding ein Rage? 20 Ampli, jawohl, das wollten wir haben. Ach, was ist das Ding Stunned? Ah. Das kleine Mistvieh. Deswegen immer die HP-Probleme zwischendrin. Hm, I see. So, und raus mit dir, weg mit dir. Nichts gedroppt? Gar nichts? What? Ist ja mies. Na gut, aber es lief eigentlich ganz gut. Pillen, ja, brauchen wir schon ein paar. Aber geht eigentlich. Also, könnte schlimmer sein, finde ich. Nee, es geht klar. Es geht echt klar. Muss ein bisschen darauf achten, ob wir hier wirklich Satteil droppen können. Also, wir haben irgendwie halt vor diesen Schlüssel getroppt, oder? Ey, ich weiß es echt nicht sicher. Also, vielleicht haben wir den getroppt, vielleicht aber auch nicht.
Com. Was haben wir hier jetzt gedroppt? Kein Satteil? Nee. Savils and Flives sieht auch aus wie ein Satteil, aber ist tatsächlich kein Satteil. Jetzt kommen die Votes wieder nicht durch. Ach, come on. So sehr viel, das ist nahezu perfekt. Aber so einige Sachen sind einfach trotzdem noch da, die halt wirklich super nervig sind. Gerade mit den Voten und so weiter, dass die halt nicht durchkommen oder was auch immer. Ah. Uncool. Was hat man dadurch? Speed, Additional Damage. Und EXP. Ja, okay. Ja, ja. Was wollen wir machen? Ich kann vielleicht vom Handy aus immer voten, so, aber das ist irgendwie auch immer eine nicht ganz so gute Option. Also klar, geht halt und so, aber ja. Das ist immer ein bisschen lästig, das Ganze. Aber ich muss sagen, wir kommen ja schon ganz gut an Drops und so, also fürs Scrappen und fürs Craften dann. Ich denke, wir könnten hier schon unser Zeug ganz gut leveln. Ja. Genau, HP reichen eigentlich auch einigermaßen. Ist es nicht über? Ah, jetzt kam es durch. Endlich. Finally. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe jetzt, dass wir einigermaßen schnell unsere Sachen droppen. Ich will jetzt irgendwie auch nicht ewig auf 95 bleiben. Es kann allerdings sein. Ich will jetzt nicht so viel Pillen verschwenden. Ein bisschen unangenehm das Ganze. Okay, wir machen ein bisschen Plus von den HP. Okay, jetzt ein bisschen mehr. Na gut. Ja, ich will jetzt nicht so lange auf dem Level bleiben, um dieses Zeug zu farmen. Also ich meine, ich sage mal so, zwei Folgen kann man mit schon verbringen, vielleicht auch noch drei. Aber dann wird schon ein bisschen unangenehm, glaube ich immer. Auch zum Zuschauen und so. Also wenn ich jetzt drei, vier, fünf Folgen hier von Euphresia mache, dann merkt man schon teilweise, dass es wirklich ein bisschen die Lust, das Ganze anzuschauen, zurückgeht. Und ja. Plus 20. Demenz plus 20. Oh, war das gerade 19k Hit? Ui. 2k Block. 1,8k Block. Non-Crit. Ah ja. Hä, ist es hier wieder nichts gedroppt? Warte mal, mache ich irgendwas falsch? Hä? Lol. Ich weiß halt nie, ob ich einfach nur so unlucky bin oder ob der Droprate einfach so schlecht ist. Es kann halt beides sein, effektiv. Oh, ist das teuer. Hey, ich habe noch eine Idee. Ich hab eine coole Idee. Lass uns mal CW farmen. Hier gibt es Food, habe ich gesehen. Was ist denn das hier? Achso, okay. Never mind. Da geht's rein, okay. Clockwork Butler. Ah ja. Wurde gesagt, dass das ja dieses Ding ist, welches auch Food droppt. Okay, unser Schaden ist natürlich wirklich komplett Mist einfach. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich werden wir es halt CW nicht schaffen. Ich habe aber eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Oh, ah, ja, hi. Hi, CW. Ein Meteor. Ach, easy. Oh, HP. Ah, ja. Wie oft kann ich dieses Ding am Tag farmen? Viermal.
Ha. Gut, ich glaube, ich farme das nicht jetzt. Ich habe nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Und ich muss auch noch ein paar Folgen jetzt schaffen. Das heißt, ich mache es ein anderes Mal. Aber gut zu wissen, hier drin gibt es Food. Gutes Food, sehr gutes Food. Und das reicht uns auch jetzt zum Beispiel für diesen Dungeon. Okay, ich würde mal sagen, weiter geht's. Danke fürs Zuschauen erstmal an euch und weiter geht's in der nächsten Folge.